Was habt ihr alle gegen mich, dass ihr nie neben mir sitzen wollt? Weiße das Karte. Das können wir ändern. Benni, geh ganz links hin. Wie? Wir müssen uns komplett jetzt gegenüber sitzen. Wie geht denn das? Connor. Connor, du gehst zurück auf deinen Platz. Mini, du gehst jetzt nach gegenüber von mir. Wie kann ich die Position wechseln? Change Menü, color. Change color. Change color. Ich gehe wohin? Dir gegenüber. Hierhin. Ja. Ah. Wir haben also weiße Karten und wir spielen mit weißen Karten. Okay. Läuft. Ich habe hier auch einen 404-Fehler. Ja, dann lad das nochmal neu, bitte. Ja. Nimm an, du nimmst nicht mehr auf, Mini, ne? Doch, ich nehme auf. Mit weißen Karten. Spiel ist dabei. Ich will jetzt hier ein Spiel noch aufnehmen, dann werde ich auch wieder einen Cut machen. Ich muss jetzt ein anderes laden, damit ich dann das hier neu laden kann. 404. Das Blöde an diesem Spiel ist tatsächlich, dass die ganzen Assets nicht im mitgeladen werden, sondern von einem weiteren Server. 404 not found. 404. Ich glaube, es verbuggt einfach. Ich glaube, da müssen wir ein anderes Spiel wählen. Warte, ich wette, ich finde das nochmal. Nee, das gibt's Begriff. Nur einmal. Fuck, Brummel, ey. Kanister. Also ansonsten spielen wir eine Runde Cards Against Humanity. Kanister. Ja, Karten gegen die Menschheit ist immer eine gute Idee. Alter, kannst du mal aufhören, mein Ding hier kaputt zu machen? Kannst du es bitte nochmal neu laden? Vielleicht gehst du da jetzt. Ich hab schon einmal neu geladen, es funktioniert einfach nicht. Leck. Lade das verdammte Spiel. Leck. Moment, wenn jetzt alles funktionieren sollte, könnte ich jetzt noch die Community-Erweiterung noch dazu laden und die verschwinden jetzt hier nicht die Karten. Können wir dich an den Tisch nehmen? Ich finde den ein bisschen kacke. Jetzt schmeiß mal die. Willst du mal aufhören? Du weißt, sind sie alle durcheinander. Ja, gut gemischt, ne? Arsch. Oh, Vito ist jetzt gut. So, wenn jetzt alles funktioniert, sollte ich jetzt noch das hier das zuladen können. Ja. Das ist jetzt noch mit der Community-Erweiterung. Community-Erweiterung. Den müssen wir da noch draufschmeißen, bevor wir so mischen. Ja. Meine Güte, ihr seid ein paar Banausen, ey. Ich muss mal meinen. Nein! Lass mich das machen. Ja. Lass. Oh. Hör doch auf! Ich wollte die da drauflegen. Wie, du kannst mal aufhören. Lass mich die da drauflegen. So, geht doch. Und nochmal von der anderen Seite drehen. Ich merke überhaupt erstmal, dass hier nur zwei Leute an dem Tisch sitzen.
Ah! Well. That's good. Sehr schön. Ja, jetzt sitzen wir alle nebeneinander. So, ja. Ja, das geht's ja hier aber nicht. Du weißt. Wie viel waren das? 10, ne? 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ah! Ist es denn auf Deutsch beides? Ja. Gut. Beides Deutsch. Dann ist es Deutsch und eine deutsche Community-Erweiterung. Eine deutsche Community-Erweiterung. So. So, ich würde mal sagen, der Älteste fängt an. Also Connor. Das bin dann wohl ich. So, ich ziehe eine Karte. Und auf dieser steht Schritt 1 Blank, Schritt 2 Blank und Schritt 3 ist Profit. Und Pick 2. Und ich glaube, es ist scheißegal, ob es Schritt 1 oder 2 ist. Es wird wohl reichen, wenn ihr das so tut. Benni, so. Die Karten bitte übereinander legen. Ich hab's jetzt gerade umgedreht. Soll ich sie schon umdrehen? Ist egal, wie rum, glaube ich. Das ist ja jetzt nicht so wichtig, oder? Schritt 1, Schritt 2. Ja, ich habe auch links zuerst und dann rechts. Warum ziehst du mir zurück? Ich wollte einmal kurz was geguckt haben. Aber ich hätte was Besseres, glaube ich. Ah. Findest du? Ich geh nicht mit meiner Hand rum. Da. Zufrieden? Ja. Okay. Okay. Dann versuchen wir mal unser Glück. Sachen einstecken damit. Heißer Käse oder Sachen einstecken, damit sie. Nee. Anlecken. Anlecken, damit sie einem gehören. Nee, ist ja langweilig. Ein Roboter Liebe beibringen, Kindesmissbrauch, Profit. Nee, schon fies genug, das muss gewinnen, tut mir leid. Tut mir leid, Rassismus und Bier ist zu lahm. So. Hier. Da. Eins, aufräumen will ich jetzt. Beibringen. Schritt 2, Kindermissbrauch. Schritt 3, Profit. Brilliant. Das ist echt gut. So, das muss ja irgendwo da. Da muss ich mir jetzt einen Stapel für die schwarzen Karten machen und einen Stapel für die Dingers da weißen. So, damit wir nicht wieder alles zusammenpappen. So. So, Screeny. So wird die Welt enden. So wird die Welt enden. Nicht mit einem Knall, sondern mit Blank. Warum steht da zweimal so wird die Welt enden? Das ist wahrscheinlich ein Zitat. Lied, Gedicht. Ach, jetzt können wir sie ja auch übereinander legen. Ja. Nee, aber bei einzelnen Dingern zusammenlegen ja, und mischen und bei mehreren nicht, ist das nicht ein bisschen inkonsequent? Ja, aber wie soll man die denn sonst zusammen vorlesen? Ja, ist ja. Die werden noch total random. Passt schon. So, jetzt kannst du sie mischen und die sollen ja auch random sein.
Bei Einzelnen. Von wem die Wahl? Ja, bei Einzelnen ist es. Ja. So, so wird die Welt enden. Nicht mit einem Knall, sondern mit 27 Jungfrauen. Alter, kannst du nicht vorlesen? 72. Oder Darth Vader. Selbstmord ist mir zu langweilig. Genauso wie Jungfrauen. Yes, baby! Yeah! Ich krieg einen Punkt. Hurra! Wer punktet? Wer trägt ein? Ich trage schon. Ist ein. Schon ich passiert. Ich bin die ganze Zeit da. Gut. Oh, habt ihr schon alle die Karte gezogen? Also eine Karte ziehen, richtig. Yay! Yeah. Mini hat bisher noch keine Karte gezogen, er muss 3 ziehen. Ich muss immer 3 ziehen. Ja, ja, du musst immer 10 haben. So, wie du ziehst. Das Überleben der Menschheit ist nach dem Ausbruch von Blank in größter Gefahr. Okay. Hä, hey, wer trägt denn da die Punkte ein? Ich. Ah, okay. So. Komm schon. Aber. Misch. Was kommt raus? Das Überleben der Menschheit ist nach dem Ausbruch von Saxophon-Solos in größter Gefahr. Das Überleben der Menschheit ist. Nehmt mal die Hände da weg, ihr. Ja, ich weiß. Das Überleben der Menschheit ist nach dem Ausbruch von Mohammed, Gott segne ihn und schenke ihm in größter Gefahr. Das ist schon gut. Mundherpes. Nee, Mohammed gewinnt. Yes, Baby, noch ein Punkt für mich. Oh, herrlich. So, Mini, du bist dann. Ja. Spielen wir wieder bis 10? Ja, wir spielen wieder bis 10. Na gut. Ja, das hat bisher immer bei uns funktioniert, also warum nicht ändern? So, weiße Menschen sind wie? Ich muss mal eben noch eine Karte ziehen, hätte ich fast vergessen. Reingespielt. Verdammt. Weiße Menschen Egal. Sind wie... Ja. Aber es ist um good suggestions hier. Jetzt aber. So. Oh, Vinny, hau rein. Du musst nichts ziehen, du musst mischen. So. Ich muss aber jetzt kurz, weiße Menschen sind wie Hefe. Weiße Menschen sind wie Kundenservice-Mitarbeiter. Oder weiße Menschen sind wie passable Transvestiten. Ich nehme die Kundenservice-Mitarbeiter. Ja, Baby! Voilà. Ich meine, hey, Kundenservice. Sagst du? Kundenservice. Ich fand dabei Hefe auch nicht schlecht. Hefe fand ich so meh. Passable Transvestiten war von mir, ist egal. Passable Transvestiten fand ich ja noch in Ordnung. Ich bin dran. So. Ich ziehe eine Karte. Dreh sie mal um. Ohne die Erfindung von Blank wäre die Menschheit dem Untergang geweiht gewesen. Ja, jetzt möchte ich mal wissen, was ihr da so erfunden hättet. Oh, Moment.
Ja, ich muss nur gucken, ob ich genug Karten habe, sonst hätte ich eine ziehen müssen. Jetzt bräuchte ich ja wie Stalin. Ja, Stalin wäre schön. So. Ja. Ich mische. Dreh mir das mal zurecht. So. So. Also, wir haben Bikes, Schamhaare, Rauchen oder Menstruation. Also, ohne die Erfindung von Schamhaare, Rauchen wäre die Menschheit im Untergang geweiht gewesen. Oder? Ohne die Erfindung von Pandasex wäre die Menschheit. Das ist schon, sicher steht schon fest. Schamhaare rauchen. Yay! Yeah. Wobei Menstruation ja am passendsten ist. Ja, das stimmt wohl. Aber war zu langweilig. So. Blank. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Warte, ich muss mal gerade nochmal zwei Karten ziehen, dass ich wieder meine 10 habe. Du musst auch mal eine ziehen, damit er wieder auf 10 ist. Männer immer gepoppt, nie mehr gestoppt. Der fleißige Mexikaner, einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Oh, dieses Spiel ist so herrlich. Und eine Antreibungsklinik anmachen. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Nee. Und Männer ist mir zu klischeehaft. Geh mit dem Mexikaner. Yay! Damn, I'm good. Boah, ich hab grad die perfekte Karte dafür gezogen. Diese Frage eben. Geld allein macht nicht glücklich. Blank dagegen schon. Haben alle schon gelegt? Mhm. What? Also, Geld allein macht nicht glücklich. Ein gebrochenes Vergewaltigungsopfer dagegen schon. 8 Gramm bestes russisches Heroin dagegen schon. Spritzen teilen dagegen schon. Entweder das Heroin oder die Spritzen zum Heroin. Ja, du hast ja nur die Spritzen, aber noch nicht das Heroin. Ja, aber Heroin macht doch nicht glücklich auf Dauer. Ich meine. Doch. Es ist ja nicht, dass es dauerhaft glücklich macht. Nö, allein weil das von dir ist, weil du so diskutierst und sie spritzen. Yay! So. Jetzt random das Auswahlverfahren von dir. Nö, wenn man teilt, ist man glücklich. Auch wenn es Spritzen sind. Ah, Heroin cool. Macht vielleicht kurz glücklich, aber wenn du dauerhaft spritzt. Es sind 8 Gramm Heroin. Das sind 8. In Brasilien halten sich reiche Leute
Blank als Haustier. Verdammt, habe ich gute Karten für diese Antwort. Ich hätte. Oh, fuck. Ich hätte jetzt ein wirkliches Tier nehmen können, aber das wäre zu scheiße. Warte ganz kurz. In Brasilien halten sich reiche Leute gleichgeschlechtliche Eiskunstlauf als. Na, ja, gibt keinen Sinn. Das wird schon was. Already discarded. Halten sich Cards Against Humanity als Haustier? Oder halten sich Obdachlose als Haustier? Komm, Obdachlose ist das Beste. Ja, yeah, that is obviously the best option I could have. Yay, war meine. Hey. Endlich auch mal ein Punkt. Ja. Punkte. Ich hätte noch durch ein wirkliches Tier hinlegen können. Oh ja, ich muss noch einen ziehen. So, dann ziehe ich eine hier vorne und der kommt raus. Während des Sex mag ich es über Blank nachzudenken. Da wollen wir nochmal gucken. Das ging aber schnell. Oh ja. Ich habe da eine schöne Antwort rausgesucht. Die Karte sprang mir so ins Gesicht, da dachte ich mir, die muss ich jetzt nehmen. Wollen wir doch mal gucken, was dabei rauskommt. Ups. Ja. Es sind zwei, die sehr gut sind. Während des Sex mag ich es, über Barbara Salisch nachzudenken. Hohen Torsion fällt sowieso raus. Morgen Freemans Stimme. Über Morgen Freemans Stimme Nacht. Komm, I'm Barbara Freeman. Ach komm. Barbara Salisch. Morgan Freeman gewinnt. Oh, komm schon. Morgan Freeman Stimme gewinnt. Yay. Also ich wäre jetzt mit Screenies Barbara Salisch gegangen, ey. Aber das war echt gut mit Barbara Salisch. Ja. Ey, ja, ich bin. Aha. Und der Oscar für Blank geht an Blank. Hätten wir jetzt Leonardo DiCaprio? Da würde ich die Antwort an sich ablehnen. So. Ich will, glaube ich, gleich mal einen Joghurt holen. Jochot. So, und der Oscar für Gänse geht an Puten. Ja, ich musste ein paar Karten verbrennen. Und der Oscar für Twittern geht an die Terroristen. Und der Oscar für Amputierte geht an ein einsames Schaf. Dieses Spiel ist ja herrlich hilarious. Ach, schön. Ich bin einfach mal für die Terroristen. Könnten zum einen ohnehin einen Oscar besser annehmen. Meine Terroristen. Und die hätten sowieso mal einen Oscar verdient. Was funktioniert immer, um eine Party aufzupeppen? Also ganz über den Tee. Haben wir noch Pep da? Das ist auch. Verdammt! Ach, ich hab ne bessere Idee. Ups. So.
Ach, Mann. Hä? Hä? Du musst sie schon da runternehmen, sonst werden die nicht angezeigt. Ach Mann, das ist ja kacke. Was funktioniert immer, um eine Party aufzubauen? Der arme Klappern. Das ist wirklich ein super Stalker voller Katzenpisse. Ja, könnte womöglich sein. Oder ein grundloser Ständer. Ich meine, die beiden stimmen zwar, aber der Amoklauf von Winden, der ist zu genial. Der hat gewonnen. Yeah! Das war die fieseste Karte, die ich habe. Oh Mann. Ja, war klar, dass du damit gewinnst. Lese mal um, ich mach das schon. So. Mini, du bist dran. So, ich werde die Karte jetzt mal ausspielen, weil ich mal ganz kurz einen Joghurt machen. So, was würde Oma verstören und doch irgendwie anziehen? Fuck, ich hätte die verdammte Karte dafür. So, ich bin gleich wieder da. Okay. Beste Karte, wo gibt dafür? Nein, habe ich nicht. Ah. Ja, mein Kartendeck. Ja, die Karte will zwar jeder haben, aber nur ich hatte. Mal gucken, wie lange er braucht, um seinen Joghurt da zu tun. Jeden Augenblick. Jeden Moment. Ach, die Warteshow macht keinen Spaß. Ja. Gucken wir doch mal rein in die Karten. Okay, alle da? Ja, liegen schon vor die Karten. So, was würde man verständlich doch irgendwie anziehen? Eine Windmühle voll mit Leichen. Kerle, die nicht anrufen. Die soziale Unterschicht. Also ganz eindeutig, die Windmühle mit Leichen. Yay! Ein Punkt für mich. Also, ich meine, wen würde das nicht anziehen, ne? Ich meine, hey. Und gleichzeitig verstören. Ja, Connor, du bist. Muss so. Ja, ich muss erstmal nur eine Karte ziehen. So. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, was hier drauf steht. Hier steht. Moment. Wenn ich Millionär bin, würde ich eine 50 Fuß große Statue in Gedenken an Blank errichten lassen.
Dann wollen wir nochmal gucken, an was.